Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video zeige ich dir, wie du deinen HP DeskJet 3750 einrichten kannst. Das Ganze funktioniert auch für alle anderen Modelle aus der DeskJet 3700 Series. Als erstes installieren wir den Drucker über die HP Smart App am Smartphone und fügen ihn dann auch am Computer hinzu. Los geht's! Um den DeskJet 3750 also einzurichten, entfernen wir zuerst die Plastikfolie. Als nächstes schließen wir den Drucker an den Strom an und starten das Gerät. Jetzt öffnen wir vorne das Patronenfach und warten, bis die Vorrichtung in die Mitte gefahren ist. Im nächsten Schritt entfernen wir von beiden Druckerpatronen den orangenen Aufkleber. Jetzt legen wir die Patronen in den Drucker ein, links die Multicolor und rechts die schwarze Patrone. Drückt die Patronen wie zu sehen mit etwas Kraft hinein, bis diese merklich einrasten. Danach schließen wir die Abdeckung, ziehen die beiden Papierfächer heraus und legen Papier ein. Jetzt springen wir zum Smartphone, öffnen unseren Google Play oder Apple App Store und installieren uns die HP Smart App. Ist die App geöffnet, geben wir als erstes die Benachrichtigungen frei und akzeptieren danach die Standardnutzungsbedingungen. Im nächsten Fenster drücken wir dann auf Neuen Drucker einrichten. Jetzt wählen wir Wi-Fi aus und drücken dann auf Weiter. Als nächstes müssen wir den Drucker in den WLAN-Verbindungsmodus versetzen. Drückt dazu am Drucker die X- und die WLAN-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden. Haben wir das gemacht, drücken wir auf Weiter. Im nächsten Fenster lassen wir dann zu, dass HP Geräte in der Nähe finden darf. Jetzt werden wir informiert, dass HP auch den Standort benötigt, auch das ist wichtig, ansonsten kann er den Drucker nicht finden. Die Daten werden aber nicht gesendet oder weitergegeben. Wir drücken auf OK und geben im nächsten Fenster den Standort mit genau und bei Benutzung der App frei. Jetzt wird nach dem Drucker gesucht und er wird leider nicht gefunden. Danach drücken wir auf den blauen Button mit Mein Drucker ist nicht aufgeführt. Jetzt wird erneut gesucht und auch dieses Mal wird der Drucker leider nicht gefunden. Danach drücken wir auf den blauen Button mit Drucker finden. Jetzt sucht er wieder nach dem Drucker und findet diesen auch sofort. Wir wählen also den DeskJet 3700 Series aus. Im nächsten Fenster drücken wir auf Weiter. Jetzt sucht die HP-App nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Wählt hier einfach euer normales WLAN-Netzwerk aus. Gebt danach euer WLAN-Passwort ein und drückt auf Weiter. Jetzt wird der HP DeskJet 3750 mit unserem WLAN-Netzwerk verbunden. Das dauert ein paar Minuten. Das war erfolgreich und wir drücken auf Weiter. Als nächstes müssen wir den PIN des Druckers eingeben. Den PIN finden wir auf einem Aufkleber im Inneren des Druckers. Klappt dazu vorne einfach die Klappe herunter. Wir geben also den PIN ein und drücken dann auf Weiter. Als nächstes akzeptieren wir die Druckdienste und müssen uns jetzt ein HP-Konto erstellen. Ohne das HP-Konto können wir über die App leider nichts ausdrucken. Wer noch kein Konto hat, der kann sich hier eins erstellen. Ich habe bereits ein Konto und melde mich eben kurz an. Als nächstes können wir die automatische Tintenlieferung aktivieren, wenn wir denn möchten. Dort gibt es 4 Probemonate. Ich möchte das erstmal nicht und drücke auf Nicht aktivieren und danach auf Angebot überspringen.
Jetzt ist die Einrichtung abgeschlossen und wir drucken kurz eine Testseite aus. Dafür drücken wir auf Drucken und dann noch einmal oben rechts auf Drucken. Wird jetzt eine Testseite ausgedruckt, ist alles in Ordnung und die Installation ist am Smartphone abgeschlossen. Springen wir noch zum Computer und fügen den DeskJet 3750 auch dort hinzu. Dafür öffnen wir die Systemeinstellungen für Drucker und Scanner. In den Einstellungen drücken wir dann oben rechts auf Gerät hinzufügen. Jetzt wird der Drucker gesucht und auch sofort gefunden. Wir drücken also auf Gerät hinzufügen. Nach kurzer Zeit wurde der Drucker dann auch am Computer installiert und ist komplett einsatzbereit. Wer danach noch Probleme hat, der öffnet unten das Windows-Symbol und öffnet dann den Microsoft Store. Im Microsoft Store installieren wir dann die App HP Smart. Ist die HP Smart App geöffnet, akzeptieren wir wieder die Nutzungsbedingungen und drücken dann auf Neuen Drucker einrichten. Jetzt wird der Drucker gesucht und auch sofort angezeigt. Wir wählen also den HP DeskJet 3700 Series aus. Und damit sind auch wirklich alle Einstellungen geladen. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du jetzt mit deinem HP DeskJet ausdrucken kannst, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like und ein Abo unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.